Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Moon. In der letzten Folge sind wir in der Etta Foundation weiter vorangekommen und nun haben wir das Labor B gefunden, wo uns Gladio anscheinend treffen will. Aber ist hier noch irgendwas? Da gibt es viele Wege. Oh, da ist erstmal was für den Zygarde-Wirbel. Hi! So, wenn sie sich da... Was wollt ihr Kinder denn hier? Fasst nichts an mit euren Schmutzfingern. Unsere Forschungsarbeit ist unser Leben. Da kenne ich keine Kinder bei keiner Kindergnade. Okay. Ziemlich sympathisch, die gute Dame. Aber okay. Oh, es wird sogar ein Doppelfall. Lass mich raten, ich muss alleine kämpfen. Weil Tali denkt, oh nö, das kann auch der Flurry alleine. Der Truppo. Ach, der. Ah, nee. Er ist mal intelligent und kämpft mit. Okay, Raichu macht er nach vorne. Scheint immer noch nichts dazugelernt zu haben. Aber egal. Soll uns völlig wurscht sein. Ja, ich weiß, es laggt wieder, aber was kann ich denn dafür, wenn das Spiel laggt? Also es ist halt nicht nur, es ist nicht halt mein Aufnahmeprogramm oder so. Es ist tatsächlich das Spiel. So, mal Shockdown. Und mit dem Flammenrad sollte auch Gelatropo weg sein. Das war ein sehr leichter Kampf. Ja. Was für Vollnoobs. Die konnten mal gar nichts. Oh. Los geht weg, ihr Spinner. Ich erforsche lediglich Kämpfe, liegen mir aber nicht so sehr. Unsere Kollegen aus Labor A hingegen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Es ist ja kein Wunder bei der gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Genau davon. Wo steckt die Lily und Cosmo? Da wir äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir nach einer Niederlage nichts. Na, hier sind sie jedenfalls nicht. Was wollt ihr, wie ihr das sehen könnt? Du Flui, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise auf den Verbleib. Will ich machen. Und dieses Buch ist auch gar nicht auffällig. Nö. Hinter denen von Professor Mohn entdeckten Ultraforten scheinen sich andere Dimensionen zu verbergen. Der Nachweis für die Veränderung der Masse in jener Dimension deutet auf die Existenz von Lebewesen hin, die Ähnlichkeiten mit Pokémon aufweisen. Wir bezeichnen diese Wesen vorläufig mit dem Arbeitsnamen Ultrabestien. Etta Foundation zu Cosmog. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog eine Ultrabestie aus der anderen Dimension der Ultradimension ist. Gerät des unter Stress wird seine Fähigkeit aktiviert, die sodann eine Ultrapforte öffnet. Wahrscheinlich, um ihm vor Furcht zu verhelfen. Gegenwärtig erforschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstanten Stress setzt und die Ultrapforte dauerhaft offen hält. Oh. Was? Cosmos vielleicht eine Ultrabestie? Ich finde es noch schlimmer, dass die Cosmog da unter Stress setzen. Hallo? Das müssen wir Gladio erzählen. Weißt du, er findet es schlimm, dass es eine Ultrabestie ist. Aber dass es unter Stress gesetzt wird und dass es gerade gequält wird, das ist völlig wurscht. Irgendwelche neuen Erkenntnisse. Wir haben ein paar Dinge über Cosmo erfahren, dass es eventuell eine Ultrabestie ist. Und wenn es unter Stress sitzt, öffnet es eine Ultrapforte, so eine Art Abwehrmechanismus zu sein. Sie haben es bewusst unter Stress gesetzt. Deshalb ist Lily mit ihm abgehauen. Aber wir haben keine Ahnung, wo die beiden sich gerade befinden. Piper muss es gewusst haben. Es gibt nur eine, äh, es gibt möglich,
Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Er ist auch ein Bösewicht. Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladius Stärken. Ich frage mich, worauf er es abgesehen hat. Ob er das absichtlich macht, um cool zu wirken. Egal. Wir sollten ihm folgen. Schließlich stecken wir in derselben Schlamassel. Was ist jetzt eigentlich mit dem anderen Gebäude da drüben? Wo Gladio vorher stand. Durfte hier da nicht rein? Steht hier das gleiche? What the... Okay. Ordner 2. Abo-Projekt, Protokoll 2. Budget für das Projekt zur Erschaffung einer Anti-Ultra-Bestien-Lebensform Abu durch die Präsidentin genehmigt. Abu-Projekt Protokoll 5. Beschaffung der Entwicklungsunterlagen aus der Fleetwood-Bibliothek in Sinnoh erfolgreich. Die Spezifikationen der typenwechselnden Software Alpha-System in Bearbeitung. Entwicklung einer variablen Disk-System für das Alpha-System eingeleitet. Abo-Projekt Protokoll 7. DNS-Modell mit Hilfe der Zellenprobe aller Pokémon-Typen vervollständigt. Automatisches Modell identifiziert und Zucht des biologischen Zermalms implantiert. Abo-Projekt Protokoll 11. Testlauf der Typenwechsel-Software Alpha-System abgeschlossen. Typenwechsel mit allen 18 Disk erfolgreich. Installation der Typenwechsel-Software Alpha-System eingeleitet. Codename der Abu-Lebensform offiziell als Typ 0 festgelegt. Oh. Abo-Projekt Protokoll 18. Produktion Modell SNS-N-01-S-N-02 und S-N-03 abgeschlossen. Vernehmbare Abwehraktion auf das Alpha-System und allen drei Modellen. Gesamte Modellreihe von Typ 0 infolge der Inflationsfehler völlig außer Kontrolle. Abo-Projekt Protokoll 44. Ausstattung der Modelle mit den Kontrollmasken zur Minderung der Abwehrreaktion erfolgt. Start des Alpha-Systems mit Kontrollmaske fehlgeschlagen. Alle drei Modelle von Typ 0 permanent in Kälteschläfe versetzt. Name geändert zu Typ 0. Hier erfahren wir, dass hier tatsächlich das Pokémon Typ 0 erschaffen wurde. Und wir finden eine Top-Genesung. Willkommen. Block des des Alolas Regionalleiters F. Titel des Eintrags. Willkommen. Träumen Sie davon, Karriere zu machen? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Denn auf dem Blog werde ich mit Ihnen meine persönlichen Erfolgsrezepte teilen. Mein Name ist F. F wie Führungskraft. Willkommen auf meinem Blog. Neben meiner Arbeit als Projektleiter habe ich kürzlich die Entwicklung eines speziellen Pokéballs übernommen. So kann ich meinem Personal nicht nur mein Talent als musterartigen beweisen, sondern zugleich auch meine Vorbildsfunktion verstärken. Dies wiederum führt zu einer gestiegenen Motivation. Zur Arbeit einer Führungskraft gehört es immer auch, sein Können zur Schau zu stellen. Vor kurzem habe ich ohne die Erlaubnis meiner Vorgesetzten die Entscheidung getroffen. Ich habe einen Apparat entwickeln lassen, der dazu dienen soll, eine gewisse Kreatur zu bändigen.
Ich traf diese Entscheidung zu meiner eigenen Sicherheit, falls die Kreatur je außer Kontrolle geraten sollte. Und mein Risikomanagement zahlt sich aus, denn genau dieser Unglücksfall trat letztlich ein. Man könnte hier von Glück im Unglück sprechen. Man könnte auch ebenso von Talent sprechen. Als Führungskraft gehört es zu meiner Arbeit, Risiken zu erkennen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Ein Familienmitglied meiner Vorgesetzten hat die Früchte meiner Forschungsarbeit gestohlen. Ich habe jedoch davon abgesehen, meiner Vorgesetzte darüber in Kenntnis zu setzen. Damit wollte ich nicht nur mich selbst vor der Entlassung schützen, sondern vor allem den Ruf meiner Vorgesetzten wahren. Wenn es darauf ankommt, ganz gezieltes Vertuschen der Wahrheit nicht zu Stellen retten, sondern auch ganze Karrieren. Es ist ein wichtiger Teil der Arbeit einer Führungskraft und das ist keine Übertreibung. Ich denke mal, dieser Elf wird Fabian sein. Sowas finde ich auch immer schön in Pokémon, wenn es so eine kleine Backstory gibt. Man halt nicht nur die Hauptstory spielt, sondern halt auch ein bisschen Backstory erfährt. Das ist schön. Das mag ich, Pokémon. Wo sind denn die jetzt? Hä? Wo sind Gladio und die anderen? Das Problem ist, ich habe auch gar keine Karte, ne? Müssen wir jetzt mit dem Aufzug fahren und die sind schon vorausgefahren, oder wie? Ich dachte, die warten auf mich und wir fahren das zusammen hin, oh. That is strange. Also können wir nochmal weiter runter. Sind wir hier richtig? Man hört ja auch ein bisschen. Okay, strange Musik. Bin ich hier nur? Das ist nicht der Eingangsbereich. Bin ich nur? Und wo sind die anderen? Hä, bin ich jetzt tatsächlich am Eingangsbereich oder was? Hä, ich wollte doch gar nicht zum Eingangsbereich. Ich bin jetzt tatsächlich beim Eingangsbereich, oder? Hä? Ich habe doch angeklickt. Hä, wieso bin ich jetzt wieder beim Eingangsbereich? Ich habe doch angeklickt, dass ich da Dinge will. Hä, wieso? Hä? Bin ich verwirrt. Hä, UG. Eingang? Hä? Hä? Louis? Hä? Was? Wo kommst du her? Ich wusste, Fabian hat noch einen Ass im Ärmel. Was sollen wir nur machen? Wir schalten jeden aus, der uns in den Weg kommt. Im Weg stellt. Oder hast du eine bessere Idee? Kein Grund, gleich schnippisch zu werden. Ja. Nicht einen Schritt weiter. Der Befehl des Regionalleiters Fabian. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen. Wo wir von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst. Oh, Flui, die können wir nur im Team erledigen. Na dann, here we go. Okay, es war jetzt schon ein bisschen Eingang. Warum ist das jetzt hier Eingang? Hä, verstehe ich nicht. Ich dachte, der Eingang ist da, wo man reinkommt. Also, der Eingang. No. So, Talie kämpft jetzt mit uns zusammen. Pampros, Aua und Pilippa. Aua, ich muss wechseln. Ja, definitiv.
Okay, Aang wird sich wahrscheinlich um das Pelipper kümmern. Aber wir können jetzt hier erstmal mit Brodroa abgehen. Ich werde auch wechseln zu meinem Starter. Aber, nein, das ist ja also nicht sehr effektiv, aber das müsste... Ach klar, Truppenkick müsste auch sehr effektiv sein auf Dingens. Oder so Rasierblatt, ne? Schauen wir mal. Soll mir jetzt erstmal egal sein. Ich weiß, wie das jetzt hier aussieht. Pelipper ist zumindest mal ein Down. 39 für Phobie. Wunderbar. Pferdestärken. Ja, klar, dass es auf Phobie geht. Aber es zieht natürlich jetzt nicht mehr so ab. So. Ah, ich sehe nicht, was Pampros für eine Schwäche hat, aber er ist Boden. Er ist ein reines Boden-Pokémon. Deswegen. Ja, Zähigkeit. Truppenkick und das sollte es dann auch reichen, ne? Was? Das reicht nicht? Okay. Ja klar, das ist Truppenkick. Au. Oh, das reicht schon, hat sich überlebt. Machen wir nochmal Truppenkick. Dann ist es auch down. Oder es wird durch Psychokinese besiegt. Naja. War jetzt nicht so der beste Kampf, aber egal, wir haben gewonnen. Birne erreicht Level 40. Na, hat sich auch der Lack. Ja, sind diese Kinder in Alola wirklich so stark? Das macht die Inselwanderschaft aus ihnen. Und jetzt aus dem Weg. Puh, danke, Flui. Und natürlich auch, Birne. Wenn unsere Gegner nicht nachgeben, dürfen wir erst recht nicht. Gehen wir. Ich bin froh, euch an meiner Seite zu haben, auch wenn wir nicht die besten Freunde sind. Das, was Tali im Dom Royal gesagt hat, ist vielleicht doch etwas Wahres dran. Ah, oh, Pia. Das ist doch Gladio. Ja, du bist es wirklich. Stille. Ihr kennt euch? Wir haben uns lange nicht gesehen. Flui, Tali, lasst mich eure Pokémon wieder fit machen. Und Gladius nicht. Du? Kannst du mir sagen, wo Lilly steckt? Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's auch schon. Wir gehen jetzt zu ihr. Die Präsidentin? Das war doch Samantha, oder? Sie wird uns bestimmt zuhören. Sie ist sehr nett. Ich denke mal, ihr versteht alle mittlerweile, warum ich Tali hasse, ne? Boah, ist der saudämlich. Zu euch vielleicht. Und das war auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Türen sind verschlossen. Schon wieder? Das ist kein Problem. Boah, ist der saudämlich, oder? Hey, was ist hier? Ist hier ein Ausgang? Kein Zutritt für Unbefugte. Na, den nicht. Hi. Gibst du mir irgendwie was Geiles? Was ist das? Also, ist ein PC. Ja, dann. Ja, dann. Ist auch okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie sieht das von... geht erstmal. Na komm, wir wollen die Etta von der schon weitermachen. Jetzt wir wissen. Hey, das ist ja schon wie Fabian. Hey. Ach, verdammt, ich habe vergessen, das Pokémon zu wechseln. Egal. Na, jetzt wünscht ihr euch, ihr wärt brav im Unterschoss geblieben, was? Mir ist natürlich klar, dass ihr irgendwann heraufkommen würdet, um zur Präsidentin zu gelangen.
Und da euer Verhalten mich so leicht zu durchschauen war, habe ich diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meine Patzer von vorhin wieder gut machen. Ins Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, damit ich Zeit, meine Untergebenen zusammenzurammeln. Wow. Sag mal, Herr Fabian, hast du den Schlüssel für die Tür? Als würde er das sagen. Was soll diese Frage? Natürlich habe ich den Schlüssel. Ich dachte, ich wäre nur doof, aber dann gibt es wohl noch andere. Aber dann hättest du dich doch nur vor uns verstecken müssen, um uns aufzuhalten. Es? Genug der Worte. Ihr Kinder, haltet diese Kinder auf. Worauf wartet ihr denn auch, ihr Vollidioten? Wir haben keine Zeit für sowas, Flui. Hilf mir. Was, ich kämpfe jetzt zusammen mit Gladio. Yeah! Dream Team, Flui und Gladio, nicht so mit so einem Lappen. Aber tatsächlich, Fabian ist dümmer als Tali. Ich hätte es nicht erwartet, dass es so eine Person in diesem Pokémon-Spiel noch geben würde. Tatsache, es gibt sie. So, ich denke mal, er wird Typ 0 nach vorne holen. Oder sein Golbat. Okay, Gold. War jetzt zwar nicht die cleverste Variante, aber wir müssen das Gladio überlassen. Er wird hoffentlich wissen, was er macht. Oh Gott, ist das laggy. Egal. Kraftreserve auf Magma. Es ist sehr effektiv. Hälfte. Ladungsstoß wird sicher halt auf Golbat gehen. Oder auf alle. Magma ist fast tot. War sogar ein Crit. Oh, Konfusstrahl. Hätte er einen X-Bad gehabt, der gute Gladio, dann wäre das natürlich was anderes oder so. So, das Magma ist auch gleich tot. Was mache ich? Ein Turbo-Tempo oder Kraftreserve? Ja. Kraftreserve lieber. Komm durch. Jawohl. Dann ist Magma schon mal weg. Und es bleibt nur noch Electek. Was ein Lichtschild hat. Na toll. Azem an Klauer. Zieht gut ab. Und ich denke mal, dass wir ihn jetzt besiegen können. Einmal mit Kraftreserve, einmal mit Zermalenklau. Natürlich, außer ich komme nicht durch. Doch, ich komme durch. Durch die Verwirrung. Ah, okay. Typ 0 sollte das überleben. Ja, und Zermalenklau. Und weg. Oh, sogar noch ein Crit. Schön. Und das war's. Sag mir jetzt aber nicht, dass du verloren hast, Tali. Okay. Scheint so, als hätte er gewonnen, oder? Ich bin nicht sicher. Unmöglich! Wie kann das sein, dass wir von den Kindern in die Enge getrieben sind? Mit vereinten Kräften zu kämpfen, hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. Flui, Tali, ihr beide kümmert euch um Fabian. Nein! Ich bin Regionalleiter Fabian, die letzte unheimliche Bastion der Enterbären ist. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Wir regeln das. Dieses Mal. Im Multikampf. Bist du bereit, Flui? Wenn wir Lilly und Cosmo retten wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Okay. Er wird wahrscheinlich jetzt wieder seinen Hypno nach vorne holen. Oh, er hat dieses Mal 3 Pokémon. Oh, Lamos. Was eklig ist. Und Ledian. Okay, ich hoffe, Tali ist so intelligent und macht eine Elektroattacke auf dieses nervige Lamos, weil das könnte mich sehr nerven. Und ich erledige Ledian. Was, denke ich mal, mit einem Flammrad schon weg ist. Elektroball, bitte auf Lamos.
Du blöder Arschloch. Das ist fies. Jedenfalls ist Lilian jetzt weg. Warum macht er nicht Elektro... Vor allem... Es ist jetzt im Grunde... Oh nein, nicht Gina. Nicht Gina. Vorher, du bist dran. Ja, wir müssen wechseln. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich will jetzt hier nicht mit einer... Warum macht der Psychokinesis der doof? Warum? Das gleiche gilt auch für Lamus. Warum Psychokinesis? Ihr seid beide vom Team Psycho. Ihr blöden Vollidioten. Geh sterben, Mann. Truppenkick. Und er macht schon wieder Psychokinesis. Ich glaub's nicht. Angriff sinkt. Aua. Und jetzt zieht das natürlich mehr ab. Och, hier sind beide so doof, ne? Jetzt kommt mein Elektroball. Nach Jahre. Crit. Ach, natürlich kriegt er eine Crit. Sehr lacker. Phobie erreicht Level 40. Gruppenkick schlägt fehl, das ist klar. Jetzt kommt Hypno. Ich bleib drinnen und versuch mal. Ja, doof. Ich versuche ihn mal zurückzuschrecken. Zuckzuckieb. Was? Ist es schneller? Okay. Genau. Futter die Zitrobeere und ab geht's wieder. Stampfer. Jawohl, Lichtschüttel ist nicht mehr da. Das dachte ich mir nämlich schon. Ich wollte nämlich erst mit Fußkick... Ach nee, stimmt, das geht ja nur mit Karateschlag, ne? Den Lichtschild kaputt zu schlagen. Psychokinesis ist auch wieder sehr dämlich. Bin ich der Meinung. Oh, na gut. Hypnose. Und das war's. Kein cleverer Kampf von Tali. Okay. Also man... Was? Er hat noch ein drittes Pokémon. Oh. Okay, Knirrfisch. Ist ein Wasser-Pokémon. Also. Und dann macht er. Es ist ein Wasser-Pokémon. Und was macht er? Er macht Psychokinese. I cannot believe that shit. Stirb, Raichu. Stirb. Danke. Also wird diese Dämlichkeit, hast du nichts anderes verdient. Crit. Weißt du, Tali? Was anderes hast du auch gar nicht verdient. Als den Tod. So ein dämlicher Vollidiot. Wir möchten Lilly resten. Lässt uns bitte durch. Neutral, fröhlich, bösartig. Danke für den Schlüssel, Herr Regionalleiter. Und ich stehe immer noch da. Oh, diese Kinder verabscheuen. Ich würde mich aber gerne nochmal heilen. Und dann würde ich gerne diese Folge beenden. Oh, die heilt mich nicht nochmal. Wirklich. Okay, dann schnell Puck. Ach so. Okay, ich wurde schon geheilt. Okay. Dann vergiss dies. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Pokémon Mond. Und ja, ciao.